Die Absprungrate oder Bounce Rate optimieren. Mein Name ist Philipp Saub, ich bin von der IRIMorgen, Sie schauen website-marketing.ch. Wenn Sie den Besucher auf Ihre Seite kriegen, ist es ganz wichtig, dass er auf der Seite bleibt und das tut, was Sie von ihm erwarten, nämlich beispielsweise das Kontaktformular ausfüllen oder was bestellen. Nun, wenn er draufkommt und die Seite gerade wieder verlässt, dann ist das ein sogenannter Bounce oder eben eine Absprungrate, wie man das zu Deutsch nennt. Und die sollte möglichst tief sein. Das heißt, möglichst viele Besucher sollten nicht nur eine Seite anschauen, sondern mehrere. Ist natürlich bei Blogs beispielsweise höher, weil da lese ich mir den Post und bin dann wieder weg. Aber bei einer gewöhnlichen Webseite natürlich nicht. Die Bounce Rate, die sehe ich im Analyse-Tool. Beispielsweise hier. Das sind die Bounce Rates von den verschiedenen URLs. Also beispielsweise auf der Startseite 35% in der Periode jetzt. Das heißt, auf Seiten, auf denen ich eine höhere Bounce Rate habe, habe ich irgendwo im Inhalt ein Problem. Diese Seite beispielsweise, hier geht es um das Thema Projektmanagement. Und was wir heute als erstes anschauen, ich werde noch weitere Posts zum Thema Bounce Rate bringen, ist das Thema Titel. Ich habe hier einen Titel, da steht nur Projektmanagement drin. Das reicht natürlich nicht, der ist zu kurz. Da muss noch ein bisschen mehr hinten dran. Was ist der Vorteil, wenn man mit der INM ein Projekt macht? Was können wir besser als vielleicht andere? Welche Methoden arbeiten wir? Das muss hier in den Titel rein. Sonst klicke ich hier wahrscheinlich wieder weg bzw. verlasse die Seite und gehe zurück zu Google. Also hier auf der Seite werde ich eine verhältnismäßig hohe Absprungrate haben. Nun sagen Sie, der Titel muss möglichst kurz sein. Ist eben nicht so. Ich habe hier ein zweites Beispiel. Hier. Mit Online-Marketing und wir fühlen uns für Ihren ROI verantwortlich. Hier sage ich also, mit Online-Marketing kann ich einen ROI erzielen und wir übernehmen sogar Verantwortung. Das ist was, das zieht und Sie sehen hier, der geht über zwei Zeilen, völlig egal, das lese ich mir noch durch, denn wenn ich im Titel drin bereits die Message kriege, dass das ein für mich passender Partner sein könnte, dann muss ich nicht weiterlesen. Wenn ich es im Titel drin nicht habe, wegklicke, weil unten zu viel Text komme, dann bin ich von der Seite weg. Ich habe hier noch ein Beispiel von Search Engine Land. Und zwar sind das hier diese drei Headings. Die erste mit Abstand die längste. Das sieht man hier. Da geht es um Rabatt oder Sales 30-60% und Free Shipping to any order over $50. Das steht im ersten drin. Das ist ein sehr langer Titel. Beim zweiten steht da nur noch drin 30-60% off. Also nur die Reduktion und beim dritten steht dann gar nichts mehr von dem drin, dafür noch irgendein Jahr sind es 1998. Nun, wer konvertiert hier am besten? Gemäß Search Engine Land ist das hier ganz klar der erste Titel, denn da stehen alle Informationen drin. Schauen Sie also auf jeden Fall, dass Sie dem Besucher im Titel nichts vorenthalten. Packen Sie da die Informationen rein und sparen Sie nicht mit Wörtern. Besser, ein Titel geht über zwei Zeilen, ist ein bisschen länger, dafür hat er die ganzen Informationen drin, ist überzeugt, dass er auf der richtigen Seite ist und klickt nachher auf Ihren Call to Action. Würde mich interessieren, wie Sie Ihre Titel optimieren, wie immer hier. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber und ich bin von der INM AG.